Herzlich willkommen zur Pressekonferenz zur ersten Tipico-Bundesliga-Runde. Wir treffen am Sonntag auswärts um 14.30 Uhr auf den SK in St. Pölten. Zuvor noch ein paar kurze Worte zum Rapid-Heimspiel in der zweiten Runde. Wir haben zuvor aus den Medien erfahren, dass es wieder Änderungen gibt. Es dürfen Stand jetzt 3.000 Besucher dabei sein gegen Rapid. Wir arbeiten zurzeit mit der Bundesliga fieberhaft an einer Lösung und werden diese dann Anfang der Woche bekannt geben. Wir bitten da um etwas Geduld. Also alle Fans, ein bisschen warten heißt noch, wir arbeiten daran. Jetzt aber volle Konzentration aufs Sportliche. Ich darf bei mir am Podium begrüßen unseren Cheftrainer Christian Ilzer und unseren Kapitän Stefan Hierländer. Ich darf mit dem Cheftrainer beginnen. Chris, du hast vor dem Cupspiel gegen den SV Innsbruck gesagt, du magst die Vorbereitung, du magst aber auch den Wettkampf und den sogar noch ein bisschen lieber. Wie war die Vorbereitung und was erwartest du dir jetzt von der Partie am Sonntag gegen St. Pölten? Ja, zur Vorbereitung kann ich jetzt von mir sprechen. Ich habe mich sehr schnell eingelebt. Die organisatorischen Dinge sind ja ohne Komplikationen und sehr einfach und schnell dann erledigt gewesen. Und jetzt arbeiten wir seit 6 Wochen zusammen mit der Mannschaft auf dieses Spiel am Sonntag hin. Ich bin, was Einstellung betrifft, was Qualität in der Umsetzung der Inhalte betrifft, sehr, sehr zufrieden mit der Mannschaft, sehr zufrieden mit dem Verlauf der Vorbereitung. Und jetzt wird es halt entscheidend sein, wie wir das, was wir uns jetzt erarbeitet haben in die Trainings, wie gut wir das dann am Sonntag dann auch am Platz im ersten Meisterschaftsspiel umsetzen können. Und ich muss sagen, da bin ich selbst schon sehr gespannt. Stefan, du bist der neue, alte Kapitän. Wie sehr brennst du jetzt darauf, die Mannschaft in die neue Saison endlich führen zu dürfen? Ja, brennen tue ich immer. Ist natürlich sehr schön, dass man wieder gewählt wird als Kapitän und man ja, seine Qualitäten, die man immer einbringt, ja, als Kapitän genauso einbringt. Ja, und man brennt auf die Saison. Wir haben sehr, sehr gut gearbeitet, das Team hat gut gearbeitet und das Gefühl ist ein gutes und das ist ein gutes Zeichen. Bitte um Ihre Fragen. Es hat in der Vorbereitung ein paar angeschlagene Spieler gegeben. Wie schaut es jetzt aus für Sonntag? Wer ist fit? Wer fällt aus? Wer ist vielleicht noch nicht bei 100%? Ja, wir können nahezu aus dem Vollen schöpfen. Wie gesagt, es hat einfach ein Spieler gegeben, die krank waren oder die ein paar kleinere Probleme gehabt haben, aber mittlerweile ist jeder fit, bis auf Vincent Trummer, ist eh bekannt, dass er mit Kreuzbandriss wahrscheinlich für die ganze Saison ausfallen wird, aber ansonsten können wir am Sonntag aus dem Vollen schöpfen. Wie ist der Spirit im Team? Wie ist die Stimmung, die Spannung, die Anspannung, bevor es losgeht, jetzt wo fast alles neu ist irgendwo und auch wieder Zuschauer dann im Stadion sein werden? Ja, wir haben jetzt ein Cup-Spiel gehabt. Wir fiebern, so wie es der Hirli sagt, dem ersten Meisterschaftsspiel entgegen. Es war ein Neubeginn, da ist die Stimmung immer sehr, sehr gut. Es ist ja eine große Vorfreude schon jetzt aufs erste Spiel. Ich denke schon, dass wir auch, was den Spirit, was den Zusammenhalt betrifft, haben wir auch schon ein paar gute Schritte gesetzt. Aber entscheidend ist halt jetzt dann auch, wie starten wir in die Meisterschaft. Und es ist für uns schon ein sehr, sehr, sehr großes Ziel, dass wir das am Sonntag richtig gut absolvieren. Treffen auf einen Gegner, ja, den wir schon sehr gut kennen, den wir gut einschätzen können, den wir auf keinen Fall unterschätzen. Aber insgesamt wollen wir uns halt einfach auf uns konzentrieren und am Sonntag ein richtig gutes Spiel abliefern. Wenn du sagst, Christian, aus dem Vollen schöpfen, heißt es trotzdem, dass wir uns an die Namen Kombusch und oder Zettel im Kader gewöhnen dürfen? Genau das heißt es. Also wir haben den gesamten Kader bis auf den Vincent Trummer zur Verfügung und ja, Zettel, Kombusch, Pauli haben einfach ja, sie ist sehr schnell integriert. Wir haben einfach eine Kadersubstanz für junge Spieler aus den eigenen Reihen geschaffen und die haben jetzt einfach Woche für Woche die Möglichkeit, sich da zu etablieren, sich zu zeigen. Und der eine oder andere wird früher dann schon zu seinen Einsatzminuten kommen. Den einen oder anderen wird man dann auch nach wie vor bei den Amateuren sehen, weil es einfach auch wichtig ist, dass ein junger Spieler dann auch eine Spielzeit bekommt. Und wenn es halt oben noch nicht
reicht oder sie noch nicht ausgeht, dann wird er dann immer wieder bei den Amateuren zum Einsatz kommen. Ich habe an dieser Stelle hier vor dem SV Innsbruck-Match gefragt, wann das letzte Stürmer da war. Hast du mit den Stürmern in der Zwischenzeit gesprochen, weil es hat sich ja einiges verändert? Ja, es sind ja 2 Wochen vergangen und da spricht man natürlich mit seinen Spielern, nicht nur mit den Stürmern gesprochen, sondern auch mit allen anderen halt immer wieder. Haben das im Cup-Spiel dann ja gut umgesetzt. Wir haben in der Woche vor dem Cup-Spiel intensiv daran gearbeitet, an Laufwegen, an Bewegungen, an Positionierung, vor allem in den Stürmern. Aber ich habe ja schon gesagt, das ist, wenn man dann wenig Toren mit den Stürmern macht, dann hat es nicht immer unmittelbar mit den Stürmern auch zu tun. Also es ist dann schon Aufgabe der ganzen Mannschaft, die Stürmer in Position zu bringen und die Bälle dorthin zu bringen, wo man dann mit den Stürmern positioniert sein sollte. Eine Frage an den Kapitän. Vor einem Jahr auch neuer Trainer, auch so eine Art Aufbruchsstimmung. Was ist jetzt anders? Ja, für mich persönlich ist natürlich schon ein bisschen was anders. Letzte Saison habe ich eine Knie-OP gehabt, habe eigentlich diesen Start, die ersten 4 Spiele, glaube ich, verpasst. Und eigentlich jetzt mit dem neuen Trainerteam eigentlich die ganze Vorbereitung mitgemacht und letzte Saison eigentlich die ganze Vorbereitung ausgefallen. Ist schon ein Unterschied persönlich, deswegen kann ich das nur so ein bisschen vergleichen und ich finde, dass wir hervorragend gearbeitet haben, dass wir auch abseits vom Fußballplatz gute Impulse gesetzt haben und deswegen habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl für den Saisonstart, aber auch, glaube ich, für die ganze Saison, weil wir, ja, der Trainer hat schon gesagt, wir haben gute junge Spieler, wir haben erfahrene Spieler, die voll mitziehen, wir haben einen guten Spielplan und wir haben ums Team herum Leute, die uns weiterbringen und deswegen ist das sehr, sehr positiv und ich hoffe, dass wir dann am Wochenende das dann auf dem Platz zeigen können, dass wir einfach gut gearbeitet haben und uns ein bisschen belohnen für das, dass wir eigentlich eine sehr gute Vorbereitung absolviert haben. Für Sicherheit eine Frage an den Walter zuerst. Auch gegen St. Pölten dürfen 3.000 im Stadion sein, auswärts? Soweit ich weiß, gilt das ab Montag. Okay. Das heißt, gegen St. Pölten sind dann mehr im Stadion, oder? Also dieses Wochenende gilt die Regelung noch nicht, die Bundesregierung heute verkündet hat. Soweit sind wir jetzt informiert, aber wir wissen es auch noch aus der Pressekonferenz. Das ist ein Geld, 2.800. Kann es auch sein, dass da Sturmfans sich Karten ergattert haben oder ist das ausgeschlossen? Also Auswärtsfans sind von der Bundesliga aktuell nicht erlaubt. An den Stefan jetzt diesbezüglich eine Frage. Jetzt wieder vor Fans, auch wenn es jetzt auswärts ist, schon wichtig, oder? Ja, irrsinnig wichtig. Ich glaube, ein Fußballer will vor Zuschauer spielen, will das Publikum haben und einfach diese Stimmung im Stadion haben. Ja, wir haben das Cup-Spiel vor 1.200 Zuschauer gehabt und man hat schon gemerkt, die 1.200 haben schon eine gute Stimmung gemacht und das ist einfach ganz was anderes. Und ja, also Geisterspiele möchte ich keine mehr haben. Ich will vor Fans spielen und so viel wie möglich natürlich. Ja. Die Zeiten sind halt ein bisschen schwierig, aber natürlich Fans ganz, ganz wichtig und ganz essentiell auch für jeden Spieler, der am Platz steht. Zuerst über die Stürmer gefragt. Die Abwehr ist völlig neu zusammengesetzt. Die 4 zufrieden mit dem Abwehrverhalten vor 7 Handel? Ja, was man jetzt gesehen hat, waren halt in den ersten Testspielen, wo man schon stark mit Ferenc Varos und Opa war, in Capravo, wo man schon gute Gegner gehabt haben, da hat man dann schon in Phasen gesehen, dass wir noch Probleme haben, dass wir noch an der Abstimmung zu arbeiten gehabt haben. Das haben wir, denke ich, jetzt schon besser hinkriegt. In den letzten Spielen sind wir jetzt, was vor allem die letzte Linie betrifft, nicht so gefordert worden. Wir haben dort gut gegen den Ball gespielt, sehr schnell umgeschaltet beim Ballverlust. Deshalb haben wir sehr früh schon diese Ballverluste abfangen können.
wie gesagt, ich erwarte mir am Sonntag einfach ein völlig offenes Spiel zwischen zwei Mannschaften, die, glaube ich, auf Augenhöhe sind. Und da werden wir sicher in der Defensive mehr gefordert sein wie jetzt im Cup-Spiel. Und dann wird man sehen, wie weit das wir schon sind. Vor der Saison ist ausgerufen geworden, wir haben Geduld und wir müssen nichts über den Zaun brechen. Jetzt habt ihr 8-0 gewonnen gegen den Tiroler Landesligisten, 5-0 im Testspiel gegen den Zweitligisten. Und jetzt ist Bundesliga dran. Wo steht Sturm? Ist die Erwartungshaltung jetzt dementsprechend hoch wieder, trotz der Geduldphrase? Ja, die Geduldphrase lassen wir mal so stehen. Ich würde es vielleicht austauschen mit Konsequenz, mit dem Weg konsequent gehen. Es ist sicher ein Ziel in der Saison, diesen Weg, den wir begonnen haben, da vor 6 Wochen gemeinsam, dass wir den sehr konsequent auch durchziehen, auch schwierigere Phasen dann durchstehen, gemeinsam durchstehen. Am Beginn ohne Spiel, wo sich viel geändert hat, ist immer sehr leicht von Euphorie und guten Zusammenhalt zu sprechen. Es wird sich halt dann auch weisen, wenn es dann einmal nicht so läuft, wie gut man im gesamten Verein dann auch zusammenhalten und diesen Weg dann konsequent gehen. Aber ja, natürlich fahren wir nach St. Pölten, um das Spiel zu gewinnen. Das ist ja logisch. Und natürlich wollen wir, so wie alle anderen Mannschaften wahrscheinlich, da gibt es vielleicht nur ein oder zwei, das sozusagen wirklich das Ziel ist jetzt Klassenerhalt. Natürlich wollen wir irgendwie da um diese Top 6 Plätze mitspielen. Aber primär ist für mich einmal entscheidend, dass wir einfach in dieser ersten Phase jetzt einmal diesen klaren Weg, den wir gehen am Platz sieht, dass man da erkennbare Dinge sieht. Und ja, und dazu wird natürlich Erfolg vieles erleichtern und vereinfachen. Zu St. Pölten, weil du gesagt hast, wir können die Gegner gut einschätzen. Gegner auf Augenhöhe, wenn es ein bisschen ins Detail geht. Stärken, Schwächen, St. Pölten, was fällt dir? Ja, ins Detail, wie gesagt, wir haben es im Detail angeschaut, das ist klar. Wichtig ist, dass wir aber im Fokus schon bei uns sind. Also wir wollen dort unser Spiel durchziehen. Das, was wir vorhaben, das hat primären Fokus. Aber natürlich zeigt man auch den Spielern, wo es halt Räume gibt, wo es jetzt individuelle Qualitäten von St. Pölten gibt. Sie werden, vor allem was gegen den Ball betrifft, werden sie auch in einer Raute-Grundordnung spielen. Mit dem Ball variiert es dann. Also es geht der Zehner, der Schmidt wird dann immer wieder zur dritten zentralen Spitze. Aber entscheidend ist, dass wir einfach wissen, was uns erwartet. Aber wir wollen dort unser Spiel spielen. Wenn wir Schwierigkeiten kriegen, haben wir Lösungen, dann, um gewisse Dinge dann auch im Spiel zu adaptieren. Jetzt haben wir noch den 4 Abwehrspielern schon gefragt. Der Kuhn ist neu. Wie weit ist er auf dem Weg, also dass er wieder ganz fit ist? Und Francisco Mbepu, wie schaut es bei dem aus? Was gibt es da nach den ersten Trainingswochen zu sagen? Ja, zum Andy Kuhn ist er ein bisschen später eingestiegen, eben aufgrund seiner Operation, die er am Ende der Saison bei Mattersburg gehabt hat, am Schlüsselbein. Das schaut aber jetzt richtig gut aus, ist jetzt seit mehreren Wochen voll im Training. Ich denke, er ist noch nicht komplett bei 100%, aber schon sehr nah dran und ist absolut schon Option für die Startaufstellung. Beim Francisco, den wir Franz nennen, ganz einfach, klar. Der ist jetzt seit einer Woche bei uns. Ist natürlich auch für ihn schon eine große Umstellung, daherzukommen. Jetzt auch außerhalb des Fußballplatzes, aber eine richtige Frohnatur, den wir jetzt versuchen, langsam an unseren Spielstil und an unsere Mannschaft heranzuführen. Corona-technisch ist da alles schon quasi eingegroovt oder gibt es nur noch irgendwas, vielleicht Frage an euch beiden, das euch hemmt im Training am Spieltag oder irgendwie, da ist das schon absolut ganz normal geworden jetzt? Ich sage es einmal aus meiner Sichtweise, wir haben ja eher eine Prüfung gehabt oder einen richtigen Test da für uns, jetzt was auch die mentale Belastung betrifft, weil wir ja auch Corona-Fälle in der Mannschaft gehabt haben, haben wir gemerkt, wie gut dieses von der Bundesliga ausgearbeitete Konzept funktioniert. Also obwohl diese Spieler dann auch, wir waren dort in dieser Phase im Trainingslager, hat es dann auch, sind wir zu keinem Corona-Cluster geworden, diese Spieler sind dann isoliert worden. Und
ja, es hat dann für uns keine weiteren Folgen gehabt, aber trotzdem hat man gemerkt, okay, wir haben jetzt diese Krankheit sehr nah an uns gespürt, die war absolut präsent. Wir haben auch gesehen, dass man sehr flexibel sein muss, dass ja, immer wieder nach jedem Test sein kann, dass der eine oder andere Spiel ausfällt. Haben aber auch gemerkt, wenn man uns an diese Regeln, an diese Vorgaben, an dieses Präventionskonzept hält, dass man dann auch aber keine großartige Angst haben muss. Und es hat auch die Vorsaison, diese Qualifikationsgruppe und Meistergruppe, die Austragung gezeigt, dass alles im Griff war, dass denke ich jetzt auch, ja, man mit Zuschauern spielen kann, dass man da in einer Freiluftveranstaltung ist und denke, man muss da auch, wenn man ein Stadion da hat mit 24 Sektoren, mit unterschiedlichen Zugängen und das Ganze unter Freiluft stattfindet, dass man da jetzt schon das, was man ursprünglich vorgehabt hat, dann auch umsetzen soll, weil es jetzt einfach nie irgendwie den Anschein gemacht hat, dass das jetzt eine große Gefahrenquelle sein kann. Aber Stefan, spielerisch belastet das noch irgendwie oder ist der Kopf völlig frei? Also ist das absolut jetzt, wie ich schon vorher gesagt habe, ganz normal geworden jetzt mittlerweile, fast normal? Also wir sind eingegroovt, ja. Es ist jetzt kein großes Problem, jetzt diese Regeln einzuhalten. Wir haben es jetzt ja schon länger, aber grundsätzlich ja, will man natürlich schon ja, anders Fußball sehen. Ja. Der Trainer hat schon gesagt mit dem Stadion, Zuschauer, mit den Konzepten, was Sturm hätte, ja, wäre einiges möglich, aber für uns Spieler ist das jetzt kein großes Problem. Wir sind da jetzt schon länger konfrontiert damit und werden damit umgehen. Ja, auch ja, in der nächsten Zukunft, wie das auch noch laufen wird, das wissen wir nicht, aber ja, wir kommen zurecht. Jetzt habe ich noch eine medizinische Frage. Ich hoffe, dass die beantwortet wird. Und zwar die zwei Spieler waren Corona-positiv infiziert, sind dann relativ bald wieder, nachdem sie negativ waren, eingestiegen. Wie geht es denen jetzt physisch, körperlich und so weiter? Weil das ist, glaube ich, für alle, nicht nur für den Fußball interessant, wie schnell man sich unter Umständen wieder gut erholen kann. Also wie geht es den beiden? Beiden geht es sehr gut. Die haben natürlich die waren schon in Isolation. Die waren nicht sofort wieder bei uns dabei. Und nach dieser festgelegten Isolationsphase haben sie dann noch den negativen Test liefern müssen und dann sind sie ganz normal wieder zur Mannschaft gekommen. Sind jetzt aber schon längere Zeit wieder dabei. Kann jetzt auch nicht ganz detaillierte Informationen, was jetzt das Medizinische betrifft, geben. Aber unsere medizinische Abteilung hat natürlich alles bei denen wirklich im Detail gecheckt und es hat jetzt keine Auffälligkeiten oder keine Nebenwirkungen oder so, dass die jetzt ein reduziertes Lungenvolumen oder was auch immer hätten. Also es ist ein ganz normal wieder im Training. Man hat am Anfang gemerkt, dass die halt 10 Tage zu Hause waren, wenig Bewegung gehabt haben. Das hat man am Anfang gespürt. Da hat es einfach ein bisschen Adaptionszeit gegeben. Es wäre bei jeder Verkühlung oder kleineren Grippe genauso gewesen. Aber mittlerweile sind die voll auf der Höhe wieder. Gibt es weitere Fragen? Bitte. An beide Herren, die haben wir vor einem Jahr, St. Pölten ist ja ein gern gesehener Startgegner, wie schon vor einem Jahr oder vor 3 Jahren, auch siegreich immer. Dass ein starker Umbruch war, geht hervor, wenn man die Liste angeschaut von den 18 Spielern, die vor einem Jahr auf der Liste gestanden sind. Du warst verletzt zwar, wie viele sind da jetzt wahrscheinlich noch am Spielblatt am Sonntag? Was schätzen die beiden Herren? Hilli, du bist dran. Ich war voriges Jahr nicht dabei. Ich war verletzt. Schätzspiel, geht schon, Hilli. Ja. Inklusive der Wechselspieler. Okay. Also 8 von den 18. Ist das ja die Antwort? 3. War das die Antwort? Nein, inklusive von den 18, ja, ja, die ja, am Platz waren. Ja. Es sind noch ein Drittel da, 4 haben gespielt und 2 waren auf der Bank. Wirklich? Zweimal auf der Bank, das heißt also 2 Drittel der Mannschaft sind wahrscheinlich am Sonntag nicht mehr so dabei. Ja, das hätte ich so geschätzt, 6.
Aber es ist für uns überhaupt nicht relevant. Wir wollen nicht in der Vergangenheit kramen und es ist entscheidend, wer am Sonntag für uns dabei ist und dort wollen wir, in diese Spieler wollen wir uns alle unsere Energie reinstecken. Dann danke vielmals und alles Gute für Sonntag.